Hallo, ich bin Aldo Bergmann. Ich zeige euch jetzt die etwa letzten 6 Kilometer des Leichertrails. Das machen wir ganz einfach aus dem Grunde, weil der Durchlauf durch die Stadt Cottbus für manche ein bisschen kompliziert ist. Und ich hoffe, wir zeigen euch die wichtigsten Stellen, merkt euch das Ganze und dann kommt ihr gut durch Cottbus. Also. Wäre, ihr würdet euch wundern, was für eine herrlich grüne Stadt unser Cottbus ist. Hier nun die letzte Straßenüberquerung, bevor ihr den Branitzer Park erreicht. Der schöne Park ist mit vielen Querwegen durchzogen, deshalb gilt die Regel, immer geradeaus, sonst verlauft ihr euch auf dem Netz. So, die Stelle ist ganz wichtig. Der Leichtradweg verlässt jetzt nämlich die Strecke und biegt nach links ab. Wir ignorieren das und laufen geradeaus durch dieses herrliche Tor. Und denkt an die Regel, ab jetzt nur geradeaus, egal was passiert. Ansonsten verlauft ihr euch in diesem Park und findet euch so schnell nicht wieder. Also, leichter Weg verlassen, der letzte Kilometer direkt durch den Park. Jetzt kommt die Auflösung, wer nämlich nicht abbiegt, kommt automatisch zum Schloss. Nun erreicht der Läufer das Ziel, der die erste Treppenstufe des Schlosses Branitz betritt. Und ihr seid da. Für mich waren das jetzt schon 7 Kilometer. Ich denke, ihr rockt das Ding. Wir wünschen euch mit Volker viel Erfolg.